Nachbar, nehmt mir da bitte die zwei Hennen ab. Das sind gute Hennen. Lutherische Hände, die mir eintun. Brauch keine Hennen. Vergelt's Gott, Nachbarin. Auf die Hennen wird geschaut. Zwei Lehnhennenbauer, sag ich euch. Um Lichtmess fangen sie an und legen bis tief in Winter. Und nie ein einziges Ei verlegt. Alles ins Nest, wo es hingehört. Wir sind hier im Berliner Ensemble, dem alten Brecht-Theater in Berlin. Und hier ist einzigartig mal etwas zu erleben, was es sonst eben nicht gibt. Bei den vergessenen Stücken hier kann man eines der vergessenen Stücke live erleben. Pandemiebedingt kann die wirklich sehr eindrucksvolle Inszenierung von Michael Thalheimer leider nicht gezeigt werden. Aber bis zur Wiederaufführung lohnt die Lektüre dieses Glaubensdramas wirklich sehr. In dieser Inszenierung gibt es fantastische Schauspieler. Es ist eine sehr, sehr präzise und prägnante Inszenierung. Aber vor allem zieht einen in den Bann das Bühnenbild in dieser Inszenierung mit einer unfassbaren Wucht, die einen noch lange beschäftigt und die einen nachgeht. Und weil das so ist, weil dieses Thema der Gewalt hier so einzigartig in ein Bild gefunden hat, sprechen wir jetzt als erstes mit der Bühnenbildnerin dieser grandiosen Produktion. Da war irgendwie dieser Gedanke, okay, Heimat, Flucht, Gewalt, Vertreibung, ich brauche einen Ort, ich brauche ein Zentrum. Ja. Also in dem Punkt ist es sozusagen, dass man diesen Mittelpunkt betont und ich hatte mal irgendwie so einen Urort wollte ich eigentlich machen, ja, den Ort schlechthin. Und dann gab es in dem Stück diese Stube mit einem Ofen. Und im zweiten Bild ist es, glaube ich, der Brunnen. Und im dritten Bild ist es der Baum mit einer Bank. Und da kommt es irgendwie ja schon so direkt zusammen, ne? Dass man sagt, es ist so, irgendwie geht es so um vielleicht etwas, wo man sich hinsetzen kann oder was so ein Punkt irgendwie definiert. Und dann dachte ich ziehe das in eine massive, große Architektur. Und dann war auch ganz schnell klar, dass eigentlich mit diesem Zweifeln und sich quälen, was ist meine Entscheidung? Es ist ja auch eher Glaube und Heimat oder Glaube oder Heimat dann in dem Fall, dass man, was man sagt, man dreht das Ganze. Also es ist sozusagen dieses ständige Rotieren um diesen Punkt, was soll ich tun, wo soll ich hin, wo gehöre ich hin, mache ich das nicht, was ist wichtiger? Und dieses Rotieren war dann eigentlich die Idee, dass man wie so eine Schraube bedient. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist in Deutschland dieser Heimatbegriff immer mit sowas Heimeligen oder sowas Nettem verbunden, aber ich glaube, Heimat kann auch das absolute Gegenteil sein. Ne? Ja, ich fand wichtig, dass man es irgendwie in, du hast es auch gerade gesagt, dass es so eine ganz klare Architektur ist und es ist Innen- und Außenraum zugleich eigentlich durch diese Bank, die drumherum führt. Und weil ich eben auch davon gesprochen habe, wie geht man mit so einem Raum um? Also diese Bank war irgendwie so ein ganz wichtiger Punkt für mich, auch wenn es nur so ein kleines Element ist, aber dass man diese Familienbilder und dieses Sitzen und Harren und dann in der Drehung eben auch spielerisch damit umgehen kann, dass man das bauen kann. Es geht die Sage, er soll einmal in der Mönchstücken gesteckt haben und sei reich gewesen. Ich weiß nur das. Jetzt haut er mit dem Sabel um, dass alle lutherischen Bauern tanzen. Selber einbuckt, selber essen. Sollst du zu reden? So, jetzt lassen wir das Theater hinter uns und begeben uns auf eine andere Bühne.
Wir fahren nämlich jetzt zu einem Boxclub in Kreuzberg und verfolgen das Thema Gewalt, das bei Schönherrs Stück Glaube und Heimat ja so zentral ist und was wir gerade hier ästhetisch betrachtet haben, auf einer ganz anderen Seite, nämlich auf der sozialen Seite. Wir sprechen mit einem Trainer in diesem Boxclub über Gewaltprävention und seinen Blick auf das Thema Gewalt. Im Prinzip, sobald Sie hier durch die Tür kommen, ja, findet schon so eine erzieherische Maßnahme statt. Ja, es geht da um ganz vieles. Ja, Respekt gegenüber den anderen, Selbstbewusstsein entwickeln. Wir versuchen den Leuten natürlich Werte mitzugeben, wie zum Beispiel auch Selbstreflexion, Demut, ja, und Disziplin und natürlich auch Pünktlichkeit. Ja. Es waren ganz viele Jungs hier, die muss man erstmal so konditionieren, dass sie auch lernen, einfach mal pünktlich zum Training zu erscheinen. Die gehen hier raus, die sind im Kopf frei, haben Stress abgebaut. Ja. Serotoninspiegel ist auch gut, um Stress abzubauen. Gehen raus und ich glaube nicht, dass das Bedürfnis dann da ist, auf der Straße irgendwie Stress zu veranstalten. Was wir natürlich auch konsequent ablehnen. Ne? Die wissen auch, wenn sie das auf der Straße umsetzen, sind sie hier raus. Ja. Genau. Wenn die erstmal hier sind und Feuer gefangen haben und so, haben die natürlich einen Halt, ein Ziel. Selbstbewusstsein wird natürlich ausgebildet. Ja, aber auch so Sachen wie sich mal selber zu reflektieren, zu gucken, was kann ich besser machen. Ja, es ist immer ein Kampf auch gegen sich selber. Ne? Und das lernen die hier auch, da mal hinzugucken, wie bewege ich mich. Aber auch natürlich im Wettkampfbereich auch mal mit der Niederlage umzugehen. Das ist super wichtig fürs Leben. Wenn man im Leben einen Rückschlag hat, muss man sich auch erstmal sammeln, wieder neue Kräfte mobilisieren, gucken, was kann man besser machen oder auch nicht. Und dann geht das Leben weiter. Und das lernen die halt hier. Genau.